Ja, hallo und herzlich willkommen zurück. Es geht weiter mit Assassin's Creed. Kann man hier irgendwo abkürzen? Ich glaube nicht, scheinbar, aber vielleicht geht das ja. Oh ne, er will nicht da drauf. Schade, okay. Nicht so schlimm. Aber ganz kurz für eure Informationen, denn wir sind ja im Prinzip woanders stehen geblieben beim letzten Mal, aber. Ich bin natürlich hergegangen und habe schon mal den Dolch hier ausgerüstet. So sieht er jetzt aus. Ich habe noch Attentatsschaden hinzugefügt. Wir sind jetzt bei 29.348. Sehr, sehr stark. Sieht man den Dolch hier eigentlich irgendwo an der Seite? Nee, ne? Und wenn ich jetzt hier drauf gehe, ah, dann sieht man ihn. Hier, so sieht der Dolch aus. Ein Meisterwerk hier. Richtig nice. Unser Set ist auf jeden Fall jetzt komplett. Sehr geil. Und jetzt seht ihr den auch hier an der Seite hängen. Und ich würde sagen, wir gehen direkt weiter zur Hauptquest. Diese Musik hier wieder, sehr schön. Gefällt mir. Ich glaube, wir müssen hier hoch. Oh, sorry, sorry, sorry. Der da gerade hochgegangen ist, wie so ein Robot. Junge, Junge. Nacht ist gerade angebrochen, aber immer noch so viel los hier. Wieso kotzen die denn hier alle ab? Was geht denn hier ab? Ist hier so ein Weinfest und der Wein war so schlecht oder was? Und warum seid ihr hier wieder am Pass auf, Streiten? du bedeutungsloser Wurm! Sag mir, wo er ist oder bei Hera. Ich brenne diese Klinik mit dir darin nieder. Ich habe euch schon gesagt, was ich weiß. Ich verlange nicht viel. Hippokrates muss Demut zeigen, um die öffentliche Ordnung nicht zu gefährden. Er muss vor den Göttern knien und erklären, dass er seine Fähigkeiten von ihnen hat. Aber das hilft den Kranken nicht. Es hält ihn doch nur von seiner Arbeit ab. Wenn Hippokrates meint, die soziale Ordnung stören zu können, um sich selbst zu einem Halbgott zu erheben. Nun, vielleicht werden sich die Götter höchstpersönlich rächen. Was ist denn hier schon wieder los? Ich bin sicher, es gibt keinen Grund, so zu schreien. Wer bist du? Ich suche nach einem Mann namens Hippokrates. Und noch ein verirrter Anhänger des Größenwahnsinnigen. Sag deinem gottlosen Meister. Wenn er sich nicht bald öffentlich entschuldigt, wird diese Priesterin der Hera eine Armee der Gläubigen versammeln und ihn zum Schweigen bringen. Aus dem Weg! Die scheint ja richtig gut drauf zu sein, die Alte. Sei Dank, sie ist weg. Ich dachte, dieses Mal bringt sie mich um. Worum geht es hier? Ich bin Sostratos. Krysis beschuldigt meinen Meister Hippokrates der Gottlosigkeit. Und, ist er gottlos? Er glaubt, dass Menschen sehr viel mehr für ihre Gesundheit tun können, als zu beten. Sie können sich sogar selbst heilen. Faszinierend. Kann ich mit ihm sprechen? Leider nicht. Er ist nicht da. Tja, wenn ich frage, wo er ist, weiß das wahrscheinlich nicht, weil ihr hat das ja auch nicht gesagt. Aber wir fragen erstmal, was das für ein Ort ist. Und hier arbeitet er? Das ist Hippokrates Klinik. Hier erforschen wir die Heilung, bieten Behandlungen an und kümmern uns um alle, die es wünschen. Warum arbeitet ihr nicht mit den Priestern im Heiligtum des Asklepios zusammen? Dafür ist die Region hier doch bekannt, oder? Die Priester geben ihr Bestes, aber ihre Methoden sind veraltet. Hippokrates sucht nach neuen Heilmitteln und Behandlungen. Ah, er ist ein Zeitgenosse, der neuartig denkt Ich und muss dementsprechend wird Hippokrates er treffen. Ist er wenigstens in der Argolis? Ja, aber er ist böse südöstlich von behandelt, Heras Wache, um schlecht den Kranken behandelt. und Verletzten zu helfen. Ich finde ihn. Wenn du dich auf den Weg zu ihm machst, kannst du vielleicht eine Kleinigkeit für mich erledigen? Kommt drauf an, was? Ich möchte, dass du ihm ein paar seiner Utensilien bringst. Er ist überstürzt aufgebrochen und vergaß sie. Was sind das für Utensilien? Können wir natürlich Nur gerne einige machen. medizinische Dinge. Messer und Fäden für die Nähte, Verbände. Oh, und ein Beutel, um die Gedärme zu leeren. Das ist hoffentlich gut eingepackt. Ich kann das für Hippokrates mitnehmen. Ehrlich? Ich mache es für ein Entgelt, ich mache es kostenlos. Ach, was soll's. Ich sorge dafür, dass alles ankommt. Ich danke dir sehr. Wie erkenne ich ihn, wenn ich vor ihm stehe? Folge der Straße südöstlich von Heras Wache zur Höhle des Pan. Er kann nicht weit davon entfernt sein. Such nach einer Schlange kranker Menschen. Er bekommt eine Glatze.
Aber wenn ich du wäre, würde ich das nicht ansprechen. Der Grund, warum wir jetzt hier kein Geld verlangen, ist einfach der, dass im Prinzip auch die Kranken davon profitieren, wenn wir das jetzt hier machen und dementsprechend... So viele Kranke. Kann ein Mann allein ihnen helfen? Wollen wir das jetzt nicht übertreiben. Hallo, hallo, Phobos, mein Freund. Bockak, 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 bockak. Junge, Junge, so viele Hühner, was geht denn hier ab? Wir müssen eigentlich alle schlafen. Es ist Schlafenszeit, Leute. Ich dachte, alles hat hier seinen geregelten Tagesablauf. Jeder weiß, wo er hingeht und so weiter. Was mit den Hühnern? Warum gehen die ja nicht pennen, ne? Morgen zum 6 kräht der Hahn. Fertig. So sieht's aus. Du hast ein Spittchen. Müssen wir uns beschweren. Die Immersion des Spiels ist kaputt gemacht worden, weil die Hühner nachts nicht schlafen, sondern die ganze Zeit auf der Straße rumlaufen und uns im Weg sind. Zum Glück können wir jetzt ein bisschen galoppieren hier. Kommen wir hier eigentlich irgendwo runter? Gibt es hier irgendwie so einen Weg abseits? Sieht nicht so aus, aber ein Flüsschen. Ich glaube, hier kann man eigentlich ganz gut abkürzen, ohne dass wir jetzt aus dem Galopp gehen müssen. Sehr nice. Oh, sehr cool. Du musst noch nicht irgendwie springen oder so. So, mein Freund. Du wartest hier. Hier können wir noch was mitnehmen. Da wusste er ja doch, wo Hippokrates ist, ey. Wo ich eigentlich gedacht habe, der wüsste es nicht. Höhle des Pan. Sprechen wir mal mit dem Kollegen hier. Also, was wissen wir über die Krankheit dieses Mannes? Er leidet an übermäßigem Auswurf? Auf den ersten Blick stimmt das. Aber bedeutender ist, dass er an Vernachlässigung leidet. Wie das? Gutes Essen, warme Kleider, das hätte ihm schon geholfen. Aber weil die anderen Helfer davon ausgingen, dass sein Zustand eine Strafe der Götter sei, haben sie ihn vernachlässigt. Jemand, der mit Traditionen bricht. Du musst wohl Hippokrates sein. Ja, und ich bin beschäftigt. Sag mir nicht, dass du beschäftigt bist. Es dauert nicht lange. Es dauert nicht lange. Ich will dich nicht von deinen Patienten fernhalten. Und deinen Schülern. Beobachtung, Erfahrung und das Experimentieren sind essentiell für eine Behandlung. Das lernen meine Anhänger. Ich komme von deiner Klinik in Argos. Sostratos bat mich, dir das hier zu geben. Natürlich hatte ich etwas vergessen. Sostratos ist ein guter Arzt und der beste Schüler, den man sich wünschen kann. Hast du ihn um Bezahlung dafür gebeten? Nein. Ich wusste, dass du und deine Patienten es brauchen. Das reicht mir völlig. Das ist bewundernswert. Wie war noch gleich dein Name? Alexios von Sparta. Sehr erfreut, Alexios von Sparta. Wie kann ich dir helfen? Von Sparta, und die sind nicht sauer auf uns, dass wir Spartiaten sind oder böse. Und er hat die Stimme von La Volpe. Das ist einer der Assassinenmitglieder aus Assassin's Creed 2, der Trilogie von Ezio. Ist mir irgendwie gerade so ein bisschen aufgefallen. Ich suche nach einer Frau, bitte hilf mir, meine Mutter zu finden. Wir suchen nach einer Frau, wir sind erstmal ein bisschen diskret. Ich bin auf der Suche nach einer Frau aus Sparta. Wieso sollte ich sie kennen? Man sagte mir, dass du ihr vor langer Zeit vielleicht geholfen hättest. Vielleicht können die Priester im Heiligtum des Asklepios dir helfen. Sie notieren akribisch, wer alles da war. Bitte, Hippokrates, ich bin weit gereist, um dich zu treffen. So wie der Kranke hier und die, die vor ihm kam und der vor ihr. Meine Patienten brauchen mich. Doch meine Notizen zu den Krankheiten des Geistes wurden gestohlen. Hol sie zurück und ich werde dir helfen. Schnell, diesem Patienten bleibt nicht mehr viel Zeit. Na gut, machen wir das doch. Auch schnell, sagt er. Und wir haben jetzt hier noch 5 Möglichkeiten, mit dem zu reden. Ist das dein Ernst? Hat Krysis deine Notizen genommen? Ach, du kennst die Priesterin. Nein, sie nicht. Aber der örtliche Befehlshaber des Militärs. Ich kann ihm seine Verzweiflung nicht verübeln. Diese Männer leiden an ernster Kampfmüdigkeit. Okay, Sostratos sagte, ich soll dich nicht auf deinen Haarausfall ansprechen. Ja, warum denn auch? Hä? Was glaubst du, wo deine Notizen sind? Wo soll ich nach den Notizen suchen? Nicht weit von hier, in der Festung Tirins. Vielleicht geben sie dir, wenn du fragst. Oder sie bereiten sich auf ihren nächsten Kampf vor. Mit mir. Wer bin ich, dass ich einem Söldner sagen könnte, was er tun soll?
Aber bitte, töte nicht grundlos. Es wurde schon genug Blut vergossen in diesem Krieg. Da hat er recht, aber ich würde doch das da mit dem Haarausfall nicht ansprechen. Was interessiert uns denn sein Haarausfall? Das ist so interessant an diesen Notizen. Es sind meine Aufzeichnungen über die Krankheiten des Geistes, auch über die sogenannte heilige Krankheit. Daran leidet dieser Patient. Er verliert die Kontrolle über Gliedmaßen und Rachen. Schaum steht vor seinem Mund. Ich fürchte, er wird bald nicht mehr atmen können. Okay. Warum sollte die Frau, die ich suche, zum Heiligtum gehen? Sie kam vermutlich vor langer Zeit mit einem verletzten Säugling hierher. Bist du sicher, dass sie zum Heiligtum des Asklepios gegangen wäre? Damals war ich ein junger Mann. Wenn ich Fälle hatte, die mich überforderten, schickte ich die Patienten zum Heiligtum. Und die Priester haben Aufzeichnungen über ihre Patienten? Ja, in Stein gemeißelt. Der älteste Priester erinnert sich vielleicht. Alles klar, dann gehen wir mal. Ich werde mein Bestes geben. Viel Glück. Wir zählen auf dich. Der Haarausfall ist uninteressant. Also haben wir jetzt quasi eine neue Quest, die wir angenommen haben. Mehrere Quests angenommen. Oh Gott, das nimmt ja kein Ende. Krass, jetzt ist das auch nochmal verstrickt, oder was? Der nächste bitte und die Priester des Asklepios. Hippokrates war mit einer Menge Kranker und Verwundeter beschäftigt, als Alexios ihn fand. Um einen sterbenden Patienten zu retten, brauchte er Notizen von dem Arzt, einer nahen Festung. Und dann haben wir noch die Priester des Asklepios. Um bei der Suche nach seiner Mutter zu helfen, schickte Hippokrates, Alexios zum Heiligtum des Asklepios. Die Priester dort sollten wissen, ob vor so langer Zeit eine Spartanerin bei ihnen war. Mach natürlich als erstes der nächste bitte, weil das einfach näher ist jetzt. Boah, sieht das schön aus. Phobos, wo bist du, mein Freund? Es hieß mal in dem Tipp, dass wenn man Phobos im Laufen ruft, dass man automatisch aufsteigt bei dem. Ich bin mal gespannt. Beim nächsten Mal, wenn wir den rufen, probieren wir das mal aus. Das würde mich mal interessieren, ob das wirklich funktioniert. Komm schon. Oder ob das nur eigentlich so funktionieren sollte, ist aber tatsächlich gar nicht der Fall ist. Also hier ist wahrscheinlich wieder eine Festung hier vorne, die wir einnehmen müssen, um an diesen Arzt zu kommen. Aber das kommt uns gelegen, weil wir dann auch einfach nochmal unsere neuen Skills ausprobieren können. Das gefällt mir eigentlich ganz gut. Hippokrates, das mächtige Tirens. Erbaut von den Kyklopen. Jedenfalls der Legende nach. Diese Festung wurde von den Zyklopen erbaut, okay. Boah, was poppt denn hier alles auf? Junge. Heftig. Oh, ein Geier. Dachte schon, das wäre ein Kollege von unserem kleinen Freund hier, vom Ikaros. Alter, was man hier alles markieren kann. Was läuft denn hier rum, Junge? Das ist ja eine richtige Armee. Vor allen Dingen ist es dunkel, beziehungsweise die sollten doch eigentlich alle schlafen, oder nicht? Wir müssen uns auf jeden Fall... Oh, shit. Können wir... Das würde mich mal gerne interessieren. Ja, geil. So ist es auch möglich, auf die Mauer zu kommen. Allein schon, weil die Raben uns jetzt verraten haben, müsste da eigentlich wissen, dass hier irgendwas nicht stimmt. Den hätten wir darunter kicken können, aber ich war jetzt nicht sicher, ob wir den damit töten würden. Deswegen habe ich mir gedacht, gehen wir mal lieber auf Nummer sicher und belassen es dabei, dass wir ihn abmurksen. Ist halt die Frage, sieht das jetzt einer, wenn wir den da... Noch einer, eieiei. Immerhin, wir werden nicht immer sofort entdeckt.
Wir versuchen den Kollegen da hinten mal zu isolieren, damit wir den ohne Aufmerksamkeit zu erregen töten können. So, jetzt müsste das ja eigentlich funktionieren. Sonst dürfte hier nämlich keiner mehr sein, hoffentlich. Du hast uns zu spät gesehen, mein Freund. Leider ein klein wenig zu spät. Und der kommt gerade recht. Da oben haben die schon die erste Leiche entdeckt. Oh oh. So, weiter geht's. Ich denke mal, die erste Hälfte des Lagers bzw. der Festung haben wir jetzt erledigt. Nun folgt die zweite Hälfte. Die zwei. Was aber interessant ist, könnte diese Truhe sein. Das Problem ist, die sind zu nah an der Truhe dran. Meiner Meinung nach. Oh nein. Vielleicht sollte ich die beiden doch töten, bevor die mir später Probleme bereiten. So. Jetzt kann ich mich in Ruhe den Kollegen da unten ausschalten. Wunderbar. Soweit, so gut. Oh ne, jetzt läuft hier wieder so ein blöder, irrer Dingens hier rum. Der ist auf der Burgmauer. Ich würde sagen, wir gehen schon mal hier rein. Schauen wir mal, was der Arzt uns so zu erzählen hat. Was machst du hier? Hippokrates schickt mich. Dein Befehlshaber hat seine Notizen und ich glaube, du hast sie jetzt. Die Notizen des großen Hippokrates persönlich? Tut mir leid, sie verbrannten beim letzten Angriff. Was? Du hast mich gehört. Das Behandlungszelt brannte ab. Aber ich habe mir alles gemerkt, was darin stand. Ich kann das aufschreiben, wenn ich Zeit habe. Oder wenn der Krieg abflaut. Dann musst du mit mir kommen. Einer von Hippokrates Patienten wird sterben, wenn du nicht hilfst. Ich habe auch einen Patienten, der Hilfe braucht. Kann sich niemand sonst um ihn kümmern? Ich bin der Arzt hier. Lass mich in Ruhe. Ich warte, ich könnte dich bezahlen. Du wirst mich jetzt begleiten. Wir warten. Ich warte hier, bis du fertig bist. Wenn ich gehe, könntest du auch einfach weglaufen. Du denkst wie ein Söldner. Das sollte mich wohl nicht überraschen. Wir sind ja auch einer. Ich stütze dich und besorge mir meine Knochenzange. Irgendein Idiot borgt sie sich ständig aus. Dann kommst du mit und behandelst Hippokrates Patienten? Ich gebe dir mein Wort. Wenn dieser Patient stirbt, kannst du gehen. Ich hol dir deine Knochenzange. Geil. Vor allen Dingen, jeder will immer irgendwas. Das ist doch so witzig irgendwie. Ich soll dem Arzt seine Knochenzange bringen, aber ich habe sie noch nicht gefunden. Und trotzdem wird uns schon angezeigt, wo sie ist. Das ist ja auch mal interessant. Dieser Söldner macht es uns nicht leicht, ey. Wo läuft denn der gerade rum überhaupt? Da läuft er rum. Okay. Noch mehr Soldaten. Ei, so viele Soldaten, Freunde.
Vor allen Dingen, er rettet einem das Leben und wir töten alle anderen, die hier im Dingens rumlaufen. Dass der uns nicht sieht, ist schon ein Wunder, ey. Ich glaube, hätten wir bestimmte Skills noch nicht geskillt, hätte der uns bestimmt schon 10-mal gesehen und schon Alarm und weiß ich was alles ausgelöst. Aber ich bin echt mal dafür, dass wir hier gerade so ein bisschen aufräumen. Ich meine, Schaden machen wir ja mittlerweile genug. Vor allen Dingen heimlicher Kill. Wir haben gerade 469 EP bekommen dafür. Das ist ja mal richtig geil. Warum denn so viel? Zack. Wir haben ja ein bisschen Zeit. Vor allen Dingen haben wir lange kein Lager mehr auseinandergenommen. Oh, ich würde die immer so gerne da runtertreten, ne? Aber ich weiß nicht, ob das funktioniert. Das ist irgendwie blöd. Das ist nicht. Ich glaube, das ist wirklich nicht hoch genug. Es würde, wenn nur, funktionieren, wenn wir den Skill wahrscheinlich auf der dritten Stufe haben oder so. Dass er dementsprechend dann auch mehr Schaden macht. Vor allem, wir laufen hier rum mit dem Gefühl, dass wir angeblich schon alle entdeckt haben. Aber das ist ja nicht mal gesagt, dass wir alle gesehen haben, oder? Oh Mann, wo geht's denn da unter? Scheint so eine Art Höhle für die Toten zu sein. Oh, oh. Hä, wir sind runtergesprungen und dann hat er uns gesehen? Okay. Interessant. Was würde passieren, wenn wir jetzt pfeifen? Würde er dann rüberkommen? Ich glaube, wir machen das anders. Ach schade, ich wollte eigentlich aus der Luft auf den gehen. Aber es hat nicht funktioniert, schade. Achso, wir müssen sowieso runter. Was kommt der denn jetzt hier schon wieder so angelaufen, der Kollege? Die zwingen einen das echt auf, ne? Das ist echt interessant. Die Zange muss da drin sein. Wenn ich sie abgeliefert habe, geht es zurück zu Hippokrates. Das ist die Zange, die er wollte. Der Kollege ist da hinten beschäftigt. Das kann uns nur recht sein. Hier unten waren wir noch nicht bei dieser noch mit. Moment, guckt er mit dem Rücken zu uns oder? Nee, tut er nicht, oder? Nee. Schneller, er kommt, er kommt. Oh mein Gott, er kommt. Nein, wir kommen hier nicht raus. Shit. Fuck. Jetzt müssen wir ruhig bleiben. Das darf ja nicht wahr sein, dass der jetzt auch noch hier angetanzt kommt, ey. Das gibt's ja nicht. Ach komm, die machen wir platt jetzt, ey. Boah, wir können den one-shotten. Was? 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 Wir können den fucking Söldner one-shotten. Was zur Hölle? Als ob, Junge. Der Typ, der uns die ganze Zeit so auf die Nerven gegangen ist. Hammerhart. Einfach mit einem Mal aufladen haben wir den komplett auseinandergenommen. Wie geil ist das denn? Das ist ja richtig overpowered jetzt. Wir laufen jetzt hier durch, als wäre das nix. Wenn sogar der Söldner keine Chance mehr hat. Ein direkt One-Shot ist, ey, geil. Oh, okay, okay, okay. Mist, ein anderer steht auf von denen gerade.
Geh nur gemütlich da hoch. Wir machen mal weiter hier mit der Quest. Ist sie das? Oha, das ging aber schnell. Schlechter Assistent. Wenn wir fertig sind, wäre ich geehrt, Hippokrates zu helfen. Er wäre sogar geehrt, ihm zu helfen. Oha. Vielleicht noch eine Weile, aber wenn Apollon es will, wird alles wieder wie vorher. Wir treffen uns dort. Komm nicht zu spät. Und darum knallen wir wieder die Tür auf. Aber Hauptsache, beim Hingehen standen wir auf einmal direkt vor dem. Krass, ey. Ja, ich weiß nicht, sollen wir das Lager hier noch vielleicht zu Ende machen? Ich würde sagen, ja, oder? Dann töten wir noch den letzten Gefährten da oben. Oh, Moment, hier ist noch der letzte Schatz auch, glaube ich, ne? Ist das der letzte? Ja. Nummer 4, nice. Das müsste der letzte Wachmann sein. Ja. Wir könnten jetzt theoretisch auch die Dinger wieder verbrennen, aber drauf geschissen, würde ich sagen. Oh, er guckt in die andere Richtung. Uns soll das recht sein. Wir gehen weiter. Wir laufen hier einfach durch die Festung, als wäre das gar nichts. Das ist auch mal richtig geil, ey. Ich überlege, wie oft wir entdeckt wurden, wie oft ich mich darauf abgefuckt habe, wegen jedem Scheiß gesehen zu, angeblich gesehen worden zu sein. Und jetzt... Alter, steigt ja echt automatisch auf. Wie geil ist das denn? Haha, geil. Das nächste Mal drehe ich mich gar nicht um. Sehr schön. Ja, aber wie ich mich immer aufgeregt habe, dann wurden wir immer sofort entdeckt, Mann. Das kann nicht wahr sein. Wegen jedem Mist. Und jetzt auf einmal so voll easy going. Man läuft da durch, man wird so gut wie gar nicht gesehen. Wir one-shotten einen fucking Söldner. Besser geht's gar nicht. Hammergeil, ey. Vor allem, je höher wir im Ranking kommen, was so Söldner eliminieren angeht, desto, Ja. Mit dem Kopfgeld kann sich sowieso keiner mit uns messen. Wir können Söldner one-shotten, Junge. Oder Mädchen, sorry, das war ja eine Frau. Ja, geil. Einfach so ein Söldner. Mal eben so einmal abgestochen, kein Problem. Richtig nice. Ich würde sagen, ach guck mal, der ist sogar schon da. Sehr cool. Ich zeige euch das dann mal gerade nochmal. Ich habe es selber eigentlich auch noch nicht gesehen. Mal gucken, wie das aktivierbar ist. Detaillierte Söldnervorteile. So, wir sind aktuell Söldner Rang 6. Und Rang 6 bedeutet, Schmiede reduzieren außerdem die Preise für Gravuren um 50%. Achso, Moment, wir müssen hier anfangen. Rang 9. Die Reise beginnt. Erwirb dir die wirtschaftlichen Boni höherer Ränge, indem du höherrangige Söldner eliminierst. Schmiede reduzieren ihre Preise um 50%. Haben wir schon erreicht. Kriegsaufträge und Kopfgelder bringen 20% höhere Belohnungen ein. Hört sich auch mal interessant an. Und dann haben wir noch Schmiede reduzieren, außerdem die Preise für Gravuren um 50%. Und der nächste Rang, den wir dann theoretisch freischalten werden, ist dann verängstigte Stifter von Kopfgeldern ziehen ihre Belohnung für 20% weniger Geld zurück. Für uns eigentlich nicht so interessant, weil wir setzen das eh nicht zurück. Auf der Adrastea arbeitet jetzt ein erfahrener Zimmermann, der die Kosten für Schiffsverbesserungen um 50% reduziert. Oha. Das ist ja mal geil. Um 50% vor allen Dingen. Was? Okay. Dann haben wir auf Rang 3 noch. Schmiede reduzieren außerdem die Kosten für ihre Verbesserung um 50%. Das ist auch sehr gut. Das brauchen wir auch irgendwann. Ein talentierter Söldner hat 10% mehr Glück dabei, großartige Gegenstände in der Welt zu finden. Und nur die Stärksten können die Spitzenposition unter den kampflustigen Söldnern für längere Zeit behaupten. Das kriegen wir ja easy hin. Schätze ich mal. Achso, Fähigkeiten. Wir können leider den den Heldenschlag können wir noch einmal verbessern. Sehr geil. Jetzt machen wir sogar 80% Schaden und als nächstes ist es dann 100%.